Salut, et fraternité, citoyen le spectateur, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Let's Play Napoleon Total War, die Ägypten-Kampagne. Im letzten Part haben wir Suez eingenommen. Ich denke, wir werden uns da jetzt vielleicht auch noch kurze Zeit aufhalten. Wir müssen aber bald wieder mit Napoleon hier raus, denn der soll jetzt eigentlich mal langsam Krieg gegen die Briten führen und Zypern für uns erobern. Ich dachte jetzt, ich gehe mal hin. Und nehme hier General Kleber und werde jetzt Fayum erobern. Ich sehe zwar nicht genau, was drin ist, aber ich glaube, ich habe eine bessere Armee. Ja, das ist überhaupt nichts. Pöbel, Mob und so weiter und so fort. Okay, wenn ich das automatisch mache, dann verliere ich 91 Mann, damit kann ich leben. Und dann werde ich die Stadt friedlich besetzen. So. Denn ich finde es auch nicht so cool, dass der sich... Ah, okay, dafür ist jetzt das Feldlager sabotiert. Naja, schade. Ah ja, und jetzt können wir halt keine Einheiten hier rekrutieren. Na, das ist ein bisschen blöd, aber okay, ich kann damit leben. Bani Suaif wollen wir wahrscheinlich auch noch einnehmen. Es ist vielleicht allerdings wichtiger, die Mamelucken einfach nur komplett zu vernichten. Bau mal noch eine Artillerie. Ah, ne, mach noch mal ruhig drei Artillerieeinheiten. Dann kriegt Dessert kriegt auch noch eine. Oder warte mal. Wo waren nochmal die Ställe? Die waren hier. Da brauchen wir nur eine Runde. Na, dann warten wir noch die eine Runde. Werden stattdessen hier drei Linieneinheiten bauen, denn hier ist ja auch gleich die Garnison fertig. Die Infrastruktur baue ich jetzt hier ausnahmsweise mal aus, damit wir die Truppen hier schneller raus verlegen können. Obwohl wir das wahrscheinlich gar nicht brauchen. Ne, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir sicher nicht. Eine Eigenschaft erhalten. Kleber plus 1 auf Kommando bei Landangriffen. Ja, wunderschön. Sollen wir das Gestüt ausbauen? Ich glaube nicht, das wird sowieso sabotiert in der ersten Runde. Von den Beduinen. Und dann, ja, dann haben wir halt eben Fayum erobert. Alles klar. Die Stelle hier, die könnten wir sogar fortbilden. Aber die brauchen mir zu lange, um sich zu amortisieren. Also jetzt irgendwie so eine Landgewinnung hätte ich eher ausgebaut. Oder kann man stattdessen was anderes bauen? Ich glaube nicht, ne? Man kann jetzt stattdessen nicht irgendwie so einen Bauernhof dahin pflanzen oder sowas, ne? Ne, egal, nächste Runde. Dann schauen wir mal. Das Osmanische Reich würde jetzt bestimmt auch bald mit irgendeiner fetten Armee hier ankommen. Okay, die Beduinen drohen wieder irgendwie hier Kairo anzugreifen. Tja. Ist jetzt die Frage. Dann sollten wir diese Armee der Beduinen mal aufreiben. Wenn ich hier rausgehe, ja, dann drehen die Leute da durch. Das da ist echt so lachhaft. Das ist so lachhaft. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich will eigentlich nicht die Chasseur zurücklassen. Ich will auch eigentlich nicht Napoleon zurücklassen. Okay, komm, dann geh wieder zurück. Dann bleibt da noch eine Runde drin. Napoleon wird sich für mich hier rüber begeben. Sollte Dessert hier schon angreifen?
Ein Büchsenmacher. Cool. Cool. Tja, ich würde mal sagen, wir wagen uns mal ein bisschen vor. Hier ist die Infrastruktur offenbar richtig gut ausgebaut worden. Okay, dann machen wir das so. Wir gehen hier hin, damit wir ihn hier nach Möglichkeit abfangen können. Okay, den Rekrutierungsbericht, den schenke ich mir. Für wen gab es den Gefolgsmann? Ein Banker, minus 5 Rekrutierungskosten. Cool. Und für wen gab es den jetzt eigentlich? Gucken wir mal gerade nach. Ach hier, François de Neufchâteau. Interessant. Ja, der französische Innenminister 1797. Ich glaube, der war irgendwie nur 3 Monate oder so Innenminister. Übrigens auch ein ganz bekannter Dichter eigentlich. Wurde später sogar in die Académie Française aufgenommen. Also das ist eine ganz große Ehre. Also war Innenminister und Dichter, wurde später Senator und so weiter. Ganz wichtiger Mann für die Revolution. Ja, dann müssen wir jetzt hier eigentlich angreifen. Doch, doch, das ist schon possible. Nur, lass doch mal. Aber wenn ich jetzt hier. Das Problem ist folgendes: der wird ja die Stadt wieder einnehmen, nächste Runde. Wenn ich jetzt hier keine Garnison zurücklasse. Ja, ist egal. Ich muss den hier jetzt aufreiben. Das ist zu nervig. Der hat zu viele Bewegungspunkte. Echt? Habe ich da so schlechte Chancen gegen den? Also eine Runde Verschleiß nehme ich in Kauf dafür, wenn ich dafür, dass ich ihn dann hoffentlich komplett in den Harz kicken kann. Gut, also es ist ja fast nur Kavallerie. Ja gut, was wir denn machen? Dann wird versuchen, die Kavallerie anzugreifen, oder? Haben wir da irgendwo ein paar mehr Palmen, ne, da drüben? Ja, die Kavallerie nehmen wir mal hier hinten hin. Okay. Ja, lassen wir sie mal so stehen. Das Gute ist, dass wir so viel Linie haben. Die können nämlich alle ins Karree. Und wenn man jetzt hier den Plänkel-Modus und das Verhalten der leichten Infanterie. Ach nee, guck mal, dann sind die ja noch lockerer aufgestellt. Ist ja krass. Aber ich glaube, so langt eigentlich schon fast. Obwohl. Warte mal. Ich würde dann schon gerne die Möglichkeit nutzen, hier breit aufzustellen. So, genau. Ihr seid im Plänkler-Modus, ihr zieht euch dann zurück. Genau. Ja. Ihr stellt euch hier mal dahinter. Und ihr stellt euch hier mal dahinter. Aber ohne dieses automatische Feuern. Denn falls er jetzt wirklich direkt hier nach vorne stürmt mit seinen Beduinen. Schauen wir sie uns mal ganz kurz an. Die scheinen auch keine Gewehre oder ähnliches zu haben, sondern das ist eine Nahkampfkavallerie. Dann würde ich es mir nochmal überlegen, vielleicht die Einheiten anders zu positionieren. Okay, geben wir mal Gas. Schön, da war schon die erste Einheit erwischt. Perfekt geschossen, du Idiot. Ja, es ist schon.
Carré. Ab ins Carré. Ab ins Carré. Sir, Sir, unser General wird angegriffen. Unser General steht da und er wird jetzt mal gerade hier rüber gehen. Da greift er die Artillerie an? Tatsache, der kann irgendwie die Artillerie angreifen. Okay, krass. So, jetzt muss ich aber meine Infanterie hier rüberholen. Ja, wo ist mein Gen? Komm mal hier rüber. Ich weiß, weil mein Gen zu lahm war. Motivier mal kurz. Nämlich eigentlich hat er keine Chance. Ah, das ist die. Das ist die Artillerie, die flieht, okay. Ja, ja. Dann hoffen wir, dass die Artillerie das überlebt. Das wäre nämlich sonst schade. Attackieren wir gerade in den Rücken von der. Von seiner Kaff. Ein glorreicher Sieg, Sir, gehört bald Ihnen. Okay, die einen haben wir aufgerieben. Jetzt gehen wir aber hier wieder raus. Ich will nicht zu viel Kollateralschaden riskieren. Ah, das ist blöd, ja. Die Chasseur mal da weg. Ja, greif den Gen an, greif den Gen an. Wir haben den General getötet, Sir. Jetzt werden Sie aufgeben. Ach, wir hätten ja auch mit der leichten Infanterie diese komischen Pfähle aufflocken können, ne? Oder geht das erst, wenn wir eine Runde Gefecht beenden? Oder geht das erst, wenn man eine Runde irgendwo da gestanden hat und dann irgendwie belagert hat oder so? Da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Ach, wenn wir Pech haben, wenn wir jetzt die Artillerie verlieren, das wäre ein bisschen ärgerlich. Gucken wir mal, Verluste 189. Gut, Feinde getötet 144, verbleiben 40, so muss das sein. Linienfüsiliere kriegen Erfahrung und das war's ansonsten auch. Schade eigentlich, dafür, dass diese Schlacht hier gar nicht mal so eindeutig war. Und jetzt müssen wir die Beduinen unterwerfen. Avlad Ali sollen wir erobern. Ach ja, nichts leichter als das. Na. Okay, ich würde vorschlagen, wir ziehen uns hier auch in unser Territorium zurück. So, dass wir dann auch nach Möglichkeit hier wieder nach Fayum kommen. Das mit der öffentlichen Unruhe, mit den 5 Punkten, das müssen wir jetzt hinnehmen. Aber ich musste diese Beduinen an der Stelle aufreiben, die waren einfach zu nervig. Ja gut, aber wir haben die Artillerie nicht verloren, das ist die Hauptsache. Nehmen die andere Artillerie mit hier rüber. Nur falls wir angegriffen werden. Wunderbar, noch 2 Runden für die anderen Einheiten. Gar nicht mal schlecht. Gut. Ah, das Feldlager ist fertig. Sehr schön. Dann werden wir hier jetzt die Artilleriefabrik nochmal aufwerten. Nächste Runde sind dann auch unsere Infanterieeinheiten fertig und haben dann hoffentlich den Erfahrungsbonus. Das wäre richtig cool. Hm.
Ja, es lohnt sich eigentlich jetzt nicht wirklich in anderen Städten Einheiten zu rekrutieren, weil wir halt in Alexandria den Erfahrungsbonus kriegen. Mach doch mal noch hier so einen Kamelkrieger und noch ein paar Infanterieeinheiten. Was haben wir jetzt noch? Plus 3 auf Moral in Gefechten für Kleber. Wunderbar. Und Mut ist jetzt ein permanentes Merkmal. Ja, klasse. Ah, warte mal, hier drüben sind die. Ah, hier sind die Kavallerieeinheiten billiger. Aber okay, gut, ich glaube. Oder warte doch mal gerade. Ich meine, es sind ja 3 Runden, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Warum kann ich jetzt hier keine Kamelreiter rekrutieren? Kann ich ja nur eine pro Runde oder so rekrutieren? Kann das sein? Weiß ich nicht, bauen wir noch die Garnison aus. Und wo willst du jetzt hin? Naja, gucken wir mal in die nächste Runde. Na, er hat aber nicht die Stadt direkt angegriffen. Okay, die Arbeiter streiken. Aber das wird sich jetzt gleich ändern. Und zwar jetzt. So sieht es nämlich aus. Und dann können wir auch hier wieder Steuern einnehmen. Ach, nur 317, das ist so wenig. Da lohnt sich das halt eigentlich überhaupt nicht, so Milizeinheiten zu bauen, ne? Ich meine, die kosten 87 und dann, naja, dafür halten die Leute dann die Fresse, okay, aber naja. Ja, also hier drüben Suwaif werde ich angreifen, aber noch nicht jetzt. Nächste Runde erst. Und wir müssen gucken, dass wir ihn hier davon abhalten, alle möglichen Sachen zu plündern. Wobei, das wird er ja machen. Da haben wir gar keine andere Möglichkeit. Na, obwohl doch, wir könnten eine Einheit Miliz hier reinstecken und dann eine Milizeinheit hier reinstecken. Ich meine, das sind nur Bauern. Das ist doch so behindert, dass man sich hier die Einheiten nicht angucken kann. So blöd. Das ist echt sau blöd. Man müsste sich ja auch mal so ein bisschen auf die Einheiten einstellen können. Das ist ja immer so eine Überraschungspackung. Weiß ja nie, was du dann kriegst. Naja. Okay, Napoleon, du gehst mal hier hoch. Warte. Wir haben hier eigentlich eine gute Auffrischungsrate. Bleibt da mal stehen. Und wir lassen uns mal davon überraschen, was hier oben im Nord Sinai abgeht. Weg versperrt. Na, guck mal. Ach, so viel Artillerie hat der. Sollen wir das noch gerade machen? Oder machen wir das im nächsten Teil? Ich nehme jetzt gerade 19 Minuten auf. Das ist so eine undankbare Zeit, ne? Also wenn ich es automatisch mache, gewinne ich wieder sensationell. Und wenn ich es selbst mache, dann habe ich wieder relativ hohe Verluste, befürchte ich. Ich mache es mal gerade automatisch. Das sind 400. Ja, da könnte ich es aber eigentlich auch selbst machen. Je ne peux pas le faire. À vos ordres. Formez une ligne de bataille. Ja, nee, das machen wir dann selbst. Dann zeige ich euch die Schlacht auch noch. Ist dann vielleicht auch ein bisschen besser. Vielleicht habe ich höhere Verluste, aber dann ist es egal. Dann habt ihr wenigstens noch was zu sehen gekriegt. Und ich denke mal, so 10 Minuten oder so für das Ding, das müsste doch hinhauen, oder? Dann haben wir eine halbe Stunde Part. Das langt doch dann auch. Ich meine, wenn wir ihn jetzt ausschalten,
dann haben wir auf wenigstens seine Garnison ganz entscheidend geschwächt und das wäre schon ganz gut, denke ich. Ich habe schon ganz vorne aufgestellt, ne? Okay, gut. Warte mal, der kommt von da oben? Tatsache. Gut, dann werden wir ihn da abfangen. Das Gute ist ja, dass seine Artillerietruppen, die ja hier als Verstärkung kommen, dass die ihm nicht so viel bringen werden. Eben weil sie als Verstärkung kommen, dann kann er sie nicht so gut einsetzen, um uns jetzt schon unter Druck zu setzen. Ich meine, gut, ja, so ein bisschen halt schon. Ihr könnt mal gerade rennen. So ein bisschen wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Und hier will ich jetzt natürlich rennen, um das Gefecht schon möglichst schnell zu entscheiden. So, jetzt schnell. Ach, guck mal hier. Den General getötet, Sir. Jetzt werden sie aufgeben. Dass ich jetzt hier mit den Einheiten ins Karree gehe, ist eigentlich mehr so eine Notlösung. Ich wollte halt auf jeden Fall jetzt... da habe ich jetzt gerade die falsche Taste gedrückt, okay. Nee, du... Nein, du sollst dich einfach nur hier aufstellen. Und du gehst hier hin. So, du kommst jetzt mal aus dem Karree wieder raus. Und ihr marschiert mal hier hoch. Ich meine, wir könnten jetzt natürlich hier eine effektivere Deckung kriegen, wenn wir diese Sonderfunktion hier benutzen, dass der Mauscursor so ein bisschen wie so ein, ja, wie so ein Kehrblech aussieht, ich weiß nicht, hier sowas, so. Aber so lang es auch. Da oben kommt nochmal eine Generalseinheit. Das ist eine... Der will ins Haus oder was? So, jetzt bitte nicht mehr unnötig Munition verschwenden. Doch, warte mal, bitte notwendigerweise Munition verschwenden. Was ist das gerade für ein blöder. Was hab ich denn da wieder heute für ein Loch im Schädel? Also wirklich. Hat er da schon was abgebockt? Nee, ne? Können wir mal versuchen, da drüben abzufangen. Sieht jetzt aber vom Wetter her auch ein bisschen besser für uns gerade aus. Das Haus hier sieht irgendwie nett aus. Das Ratshaus oder Rathaus. Gefällt mir, hat man sich viel Mühe gegeben. Also schön, also sieht schon sehr französisch aus.
Ja, wir versuchen mal hier jetzt so ein Auge auf unsere Kavallerie zu haben, denn die würde jetzt natürlich auch gleich versuchen abzufangen. Da seht ihr auch schon, die Infanterie ist schon da. Die Elitebauern sind wieder am Start. Und komm, schieß einmal. Eine Salve, komm, nur eine Salve. Nur eine Salve. Okay, wunderbar, jetzt kannst du auch schon wieder weg. Wunderbar, jetzt nehmen wir hier Stück für Stück die Bereiche der Stadt ein. Ach du meine Güte. Von wo hat er jetzt gerade geschossen? Ui, komm da raus. Okay, ihr nehmt das Gebäude da drüben ein. Ihr macht hier drüben dicht. Ich weiß, und meine Einheiten stellen sich doof an. Okay, jetzt wird es ein bisschen besser. Was waren denn die Chasseur Cheval da? Was? Ja, genau, voll in den Knubbel rein. Ja, ich hätte ein bisschen, ich hätte die Einheiten schneller bewegen müssen vorhin. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, wenn ich Empire spiele oder wie heißt's, oder hier eben Napoleon, dann bin ich irgendwie noch so ein bisschen Shogun verseucht. Wir haben ein Gebäude erobert, Sir. Ja, der General, der steht ja halbwegs safe da hinten. Und das mit dem Häuserkampf scheint auch ganz gut zu klappen. Dummerweise nicht, worauf er geschossen hat, aber auf jeden Fall mal nicht auf die Häuser, wo meine Jungs drin stehen. Sie stehen schon im Defensivmodus. Ich weiß nicht, wo die jetzt gerade hinrennen wollten. Also den Häuserkampf, den haben wir da vorne gewonnen. Entschuldigung, dass ich gerade nicht so viel rede. Ich muss mich da so ein bisschen konzentrieren. Ja, das war nicht mehr so dringend notwendig, aber irgendwie muss man sie ja auch mal benutzen. Ach, der hat da hinten auf die Einheiten geschossen, okay. Mal wieder gucken, ob die Häuser noch intakt sind, aber das, ja, 4% Schaden, das geht noch. Scheint dann auch mal kein
Artilleriebeschuss gewesen zu sein. Ich muss mal gerade nochmal durch die Einheiten durchgehen. Ja, ist okay. Ich wollte mal gucken, ob die alle noch richtig geordert sind. Ob die richtigen Befehle haben. Na, er scheint ja sehr dringend hier auf diesen Platz zu müssen. Ne? Ist hier die einzige Toilette vielleicht oder so? Vielleicht habe ich das nicht gesehen. Das würde natürlich so einiges erklären. Okay, er geht jetzt hier bitte rüber. Nein, 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 nein. Aus! Pfui! Nicht in die eigenen Einheiten schießen. Deswegen habe ich es extra nur marschieren lassen und nicht rennen lassen. Ja, aber jetzt haben wir doch hier alles gut erwischt. Wobei wir jetzt auch fairerweise sagen müssen, dass hier war ein bisschen verbuggt, ne? Also, ja, was heißt ein bisschen? Also, es war ziemlich verbuggt. Eigentlich wie das ganze Spiel. Ja, aber da sind wir ja mit 10 Minuten dann fast hingekommen. Und ich sage an der Stelle nochmal gerne, ich bin Empire und Napoleon-Noob, also das ist, glaube ich, das fünfte Mal, dass ich einen Teil aus der Empire-Serie, wenn man es so nennen will, spiele. Das ist insgesamt das dritte Mal, dass ich Napoleon überhaupt erst spiele. Also von daher nochmal hier, bitte gebt mir Tipps, wenn euch was einfällt, gebt mir bitte nicht immer die gleichen Tipps unter jedem Video, weil ich lese das natürlich schon. Und irgendwann wird es dann lästig. Aber gebt mir auch bitte Tipps, die auf einer hohen Schwierigkeitsstufe funktionieren. Ja, also wir haben ja schon den Anspruch, dass wir hier nicht so ein Popel-Let's Play machen wollen, sondern bei uns geht es ja immer ans Eingemachte. Und das wäre mir dann schon wichtig, dass die Tipps, die ihr mir dann gebt, dass die auch auf hohen Schwierigkeitsgraden oder hohen Schwierigkeitsstufen funktionieren. Es ist jetzt noch keine Stadtbelagerung in dem Sinne. Gegnerischer General gefallen, denke ich mal, ne? Ja. Ja, also, in Dessert habe ich ja überhaupt nicht richtig eingesetzt. Ich mache mal kurz fortfahren, aber lasst mich mal gerade was schauen. Was hat er denn da jetzt noch so an Einheiten da rumtrollen? Also, die da kriegen wir ja nicht. Dann schalten wir die nochmal gerade alle in den Nahkampfmodus. Ich weiß halt nicht, ob unsere Truppen so frisch sind, dass wir da noch viel aufreiben können. Ja, wobei eigentlich nicht, ne? Aber es sind halt, was man aufreiben kann. Sollte man halt auch mitnehmen, ne? Ich gebe mal Gas. Gucken wir mal, vielleicht erwischen wir noch eine Einheit. Die Männer sind erschöpft, Sir. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Ich meine, er flüchtet jetzt. Ja, nee, kriegen wir nicht mehr. Können wir das Gefecht auch abbrechen. Gut, aber ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Ich glaube, wir haben nicht viele Einheiten verloren. Also definitiv weniger als 400. Ja, gerade mal halb so viele fast, ne? 287 Mann. Kann sich doch sehen lassen. Gab's Erfahrungen? Nö.
Die Fusiliere hätten aber schon eine kriegen können, finde ich. Okay, wo waren denn die Verluste am größten Linienfusiliere, ne? Ja, gut, ich meine, die müssen halt auch am meisten aushalten. Bei uns bei den Liniengrenadieren gab es noch einige Verluste. Das war aber auch das Problem, die standen auf der Flanke. Da hätte ich noch mal ein bisschen besser aufpassen können. Aber das Gute ist jetzt, wenn wir ihn jetzt angreifen, hat er so gut wie nichts mehr da drin, außer seiner komischen Artillerie. Das Ding speichere ich jetzt aber, das zeige ich euch nicht mehr. Das werden wir dann im nächsten Part sehen. Und dann bedanke ich mich an der Stelle ganz herzlich bei euch fürs Zugucken. Es war mir wie immer eine Freude, mit euch zusammen zu spielen. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich mit einem freundlichen Salut et Fraternité.